So, hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Live-Rundgang heute am Museumstag Digital. Ich werde wieder unterstützt von Frau Maike Döllefeld. Ich selber bin Stefanie Zimmermann, Referentin der KZ-Gedenkstätte Dachau. Und mein Live-Rundgang hat heute das Thema David Ludwig Bloch. Und wir beide stehen jetzt gerade im Gedenkraum der KZ-Gedenkstätte. Und hinter mir kann man ein Hakenkreuz erkennen, dargestellt von zwei menschlichen Körpern. Und David Ludwig Bloch hat dieses Hakenkreuz angefertigt. Und natürlich habe ich auch ein Bild von David Ludwig Bloch dabei, was ihn in seinen jungen Jahren zeigt. Das Hakenkreuz hinter mir stellt mehr oder weniger das Ende seiner künstlerischen Tätigkeit dar oder eher die Endzüge seiner künstlerischen Tätigkeit. David Ludwig Bloch war selber 4 Wochen im KZ Dachau inhaftiert. Wie es dazu kam und was Besonderheiten seines Lebens sind, erzähle ich, wenn wir draußen auf dem sogenannten Appellplatz sind, weil dieser Platz in seinen Erinnerungen und seinen Aufarbeitungen eine zentrale Rolle gespielt hat. Stellen wir uns am besten hier in Schatten dann. Am besten ohne weiße Wand. So, dann kann er in die Richtung ab und schauen. Dann gehen Sie vor die weiße Wand, oder? Wir beide stehen jetzt vor dem Wirtschaftsgebäude, vor dem ehemaligen, in dem sich heutzutage das Museum befindet. Max, der jetzt unser Kameramann ist, wird aber nachher beim Gehen nochmal die Weite des Platzes erfassen. Und wer gern nähere Informationen auch zum Appellplatz haben möchte, der kann gerne den Rundgang von letzten Donnerstag nochmal anschauen. Da wurde dieses Thema ausführlich besprochen. Zurück zu David Ludwig Bloch. David Ludwig Bloch wurde am 25. März 1910 in Floss in der Oberpfalz geboren. Kurz nach der Geburt starb die Mutter an Diphtherie und im Alter von einem Jahr verlor er auch seinen Vater, war vollweise und er erkrankte an Hirnhautentzündung und war nach dieser Erkrankung gehörlos. Mütterlicherseits kümmerte sich die Familie, sein Onkel nahm sich seiner an und er durfte ab dem Alter von 5 Jahren die Taubstummenanstalt in Floss besuchen, lernte dort tatsächlich auch von den Lippen ablesen und konnte im Alter von 15 Jahren eine Lehre als Porzellanmaler beginnen, diese auch abschließen, hat dann zusätzlich noch eine Fachausbildung in einer Porzellanmanufaktur durchleben dürfen, also hatte wirklich eine qualitativ hochwertige Ausbildung und hat dann auch die Möglichkeit gehabt, in diesem Beruf künstlerisch tätig zu werden und hat eine Privatschule für Gehörlose besucht. In seinen Zeitzeugengesprächen hat er auch immer geschildert, die Lehrer, die er dort getroffen haben, haben ihn in seinem weiteren künstlerischen Werdegang tatsächlich beeinflusst. Und 1934 konnte er dann tatsächlich einen Platz auch ergattern an der Akademie der angewandten Künste in München. Er hat 1936 sein Studium unterbrochen, um beim Straubinger, bei der Straubinger Handelskette, beim Kaufhaus Sallinger als Plakatmaler tätig zu werden, wurde dann aber 1938 im Zuge der Arisierung entlassen, wollte dann sein Studium aufgreifen, aber das waren einfach tatsächlich schon wirklich äußerst schwierige Zeiten für jüdische Mitbürger, wie es eben David Ludwig Bloch einer war. Und so verlor er seinen Studienplatz. Von 9. auf 10. November
1938 gab es dann auch die Reichspogromnacht, die Zerstörung von jüdischen Kaufhäusern, von Synagogen, Tora-Rollen wurden verbrannt, jüdische Friedhöfe geschändet und mehrere tausend, vorwiegend jüdische Männer, in Haft genommen. Auch David Ludwig Bloch. Und er kam mit über 10.900 anderen jüdischen Männern hierher nach Dachau. Und was man ganz klar sagen muss, Dachau als Art Musterlager, 1933 gegründet, hatte bis zu diesem Tag oder bis zu diesen Tagen meist unter 100 jüdisch Inhaftierte, also ein relativ kleiner Anteil. Man muss aber auch ganz klar sagen, die Häftlingsgesellschaft hat sich im Laufe der Zeit eben immer wieder verändert. Am Anfang hauptsächlich politisch Inhaftierte hier in Dachau, am Tag der Befreiung 1945, dann aber wirklich eine Vielfalt und vor allem auch verschiedene Religionen und über 30 Nationen. Ich werde oft in den Rundgängen gefragt, wie viel Inhaftierte denn tatsächlich Juden hier in Dachau waren. Und wenn man sich einfach diese 12 Jahre anschaut, kann man sagen, es waren durchschnittlich um die 25%. Aber auch das hat sich verändert. Es gab auch Phasen, wo das Lager offiziell als judenrein galt. Ja? Und zurückzukommen auf die Reichspogromnacht. Viele dieser jüdisch Inhaftierten hier in Dachau nach dieser Nacht wurden wirklich noch schlechter behandelt als andere Inhaftierte hier. Willkür und Terror waren wirklich an der Tagesordnung. Und David Ludwig Bloch ist eben sehr prägend in Erinnerung, das stundenlange Stehen hier auf dem Appellplatz morgens und abends, natürlich um der SS die Möglichkeit zu geben, die Inhaftierten zu zählen, aber auch Macht zu demonstrieren. Und ich habe ein paar Werke rausgesucht. Ich habe ein Bild jetzt, was ich gerne zeigen möchte, aus der späteren Schaffensphase. Ich komme auch dann später darauf zu sprechen, wann er welchen Zyklus oder welche Bilder angefertigt hat. Dieses Bild zeigt tatsächlich die Veränderungen, die Menschen durchlaufen haben. Also man sieht hier 4 verschiedene Köpfe, beginnend mit einem relativ normalen Kopf. Man sieht tatsächlich schon Hände, unzählige Hände, die sich zum Hitlergruß erheben, entgegengesetzt marschierende Stiefel. Dann auf dem nächsten Bild, man sieht Bücherverbrennungen, Synagogenbrände, das Gesicht wirkt deutlich verhärmter. Dann die nächste Stufe. Wirklich abgemagerte Inhaftierte in gestreifter Häftlingskleidung. Die Augen des Kopfes sind geschlossen. Und dann die letzte Szene, ein Totenschädel, Skelette, Gebeine und im Hintergrund eben Ruinen zerstörter Städte. Also das zeigt ganz gut eben die Entwicklungen, die viele Menschen hier tatsächlich im Lager Dachau, aber auch in anderen Lagern durchlaufen hatten. Und ein weiteres Bild von David Ludwig Bloch angefertigt zu seinen Erlebnissen. Auch hier kann man verschiedene Teile erkennen. Hier auf dieser Seite eben Männer in Uniform mit Hakenkreuzbinden, Hakenkreuze, die in Baumstämme geritzt sind. Weiß-blaue Tischdecken und Mastkrüge darauf, dann wieder zum Hitlergruß erhobene Hände, marschierende Stiefel, im Hintergrund hell erleuchtet die Feldherrnhalle in München, Dreh- und Angelpunkt für SS-Gedenkfeiern und Aufmärsche, wieder Bücherverbrennung, Synagogenbrand und auch tatsächlich körperliche Gewalt gegenüber Personen. David Ludwig Bloch hatte das Glück, dass er nach 4 Wochen das Konzentrationslager Dachau verlassen durfte. Und wie es mit ihm weiterging, erzähle ich gleich an der nächsten Station. Unser Weg führt uns jetzt über den Appellplatz und Max versucht eben einen Eindruck zu geben, wie groß dieses Gelände tatsächlich ist.
Bin ich zu schnell? Also ich hoffe, man konnte einen Eindruck bekommen. Und natürlich gab es auch bauliche Veränderungen hier auf diesem Platz. Auch die wurden von Max am Donnerstag erklärt. Ich habe noch weitere Bilder von David Ludwig Bloch. Diesmal in Holzschnitttechnik. Und auch hier beschäftigt er sich mit dem Thema Konzentrationslager und Leben. Hier zeigt er Inhaftierte, die auf dem Appellplatz stehen, in gestreifter Häftlingskleidung. SS-Männer gehen durch die Reihen, kontrollieren, zählen. Und oft, wenn ich dieses Bild herzeige, kommt dann die Frage nach diesen drei Kleiderbündeln. Diese drei Kleiderbündel soll die Kleidung der Toten symbolisieren, also derjenigen, die nicht mehr am Leben waren, die aber trotzdem zum Appell von den anderen Inhaftierten gebracht werden mussten. Und zum Thema Appellplatz habe ich noch eine weitere Anfertigung in Holzschnitttechnik, auch von David Ludwig Bloch. Und hier sieht man eben auch nochmal Stacheldraht und Bewachungsanlage, der natürlich die Konzentrationslager umgeben hat. Ich habe ja schon erwähnt, dass David Ludwig Bloch nach 4 Wochen entlassen wurde. Als nächster Stopp in seinem Leben war ein Aufenthalt in München an der Reihe. Er durfte bei einem ehemaligen Mitinhaftierten aus Dachau eine Aushilfsarbeit anfangen, bekam dann im Februar 1940 ein Telegramm von seinem Bruder Fritz, der in Amerika lebte, mit dem wirklich dringenden Hinweis, Deutschland bitte sofort zu verlassen. David Ludwig Bloch hat das gemacht über Venedig und da gibt es jetzt tatsächlich verschiedene Besonderheiten. Er hat sich ein Extravisum geben lassen, dass er nicht nur 3 Tage Aufenthalt in Venedig hat, sondern sogar 10. Er war sehr kunstinteressiert und wollte einfach die Schönheit dieser Stadt noch mitnehmen. Er hatte die Möglichkeit, Kunstgegenstände, die er angefertigt hat, also Aquarelle zum Beispiel aus seiner Heimat, mitzunehmen. Und er hat ein paar Skier mitgenommen. Sein nächster Weg hat ihn Richtung Shanghai geführt. Das war einer der Orte, gerade Juden, die auf dem Weg ins Exil waren, noch hin konnten ohne Visum. Allerdings darf man sich das auch nicht zu leicht vorstellen. Im August 1939 zum Beispiel haben Bürger, die nach Shanghai einreisen wollten, 400 US-Dollar Kaution hinterlegen müssen. Und
Juden, die eben Deutschland verlassen haben, durften gerade mal 10 Reichsmark mit sich führen. Also das war tatsächlich eine Art Hindernis. David Ludwig Bloch hatte eben Hilfe und Unterstützung von Verwandtschaft aus Amerika, sonst wäre es vielleicht auch nicht so leicht möglich gewesen. Zwischen Ende 1938 und 1941, also innerhalb von 3 Jahren, war es tatsächlich so, dass trotz dieser Hürden noch über 20.000 Juden nach Shanghai kamen. Und das Leben war wirklich schwierig. Also viele haben das gesehen wie eine Art Wartezimmer, dachten, es geht dann weiter. Und es gab natürlich auch Probleme mit der fremden Kultur, mit der Nahrung, mit dem Klima und Ähnlichem. Also für viele war das auch ein Abstieg in die Armut tatsächlich. David Ludwig Bloch hat relativ schnell Kontakt herstellen können. Er hat 2 Chinesen, die wohl auch gehörlos waren, bei einer Unterhaltung auf der Straße beobachtet, hat sich dann mit eingebracht und hat so relativ schnell Anschluss gefunden an die chinesische Kultur und an chinesische Menschen. Und er hat Holzschnitte angefertigt, fast 300 Stück. Und hier sieht man eben einen Holzschnitt, den der ihn selber beim Holzschnitt anfertigen zeigt und dann nochmal ein Foto dazu. Ja, und es gab auch verschiedene Erwähnungen in der Presse, Ausstellungen dazu. Und er hat auch geheiratet, eine gehörlose Frau, Lilly. Und beide konnten dann 1949 gemeinsam in die USA emigrieren. Und im Rahmen einer Weltreise kam David Ludwig Bloch 1976 auch nach Deutschland in seine alte Heimat, hat auch das ehemalige Konzentrationslager besucht. Und dieses Wiederkehren war wie eine Art Schock für ihn. Und daraufhin hat er begonnen, eben seine Erlebnisse künstlerisch in verschiedenen Zyklen aufzuarbeiten und in verschiedenen Techniken, eben einmal in der Holzschnitttechnik, wie wir schon gesehen haben, und dann einmal Acryl hinter Glas auf Pressspan. Und ein besonders beeindruckendes Bild haben wir im Original in der Gedenkstätte im Wirtschaftsgebäude im heutigen Museum, und das möchte ich jetzt gerne zusammen mit euch anschauen. Eine Frage? Bei der Größe vom Appellplatz eben kam die Frage auf, wie viele Leute das Lager beaufsichtigt haben oder bewacht haben. Die Frage war, wie viele Leute das Lager bewacht haben, kontrolliert haben. Die Frage würde ich tatsächlich jetzt mitnehmen, gefühlt zum Bild, was ich jetzt zeige. Da sieht man das nämlich wunderbar, wenn es in Ordnung ist. Gut. So, das Originalbild befindet sich hier abgedeckt, natürlich auch zur Sicherheit vor dem Lichteinfall. Wir machen das jetzt am einfachsten so. Ich entferne kurz die Abdeckung. Max wird das Bild zeigen. In der Zeit erzähle ich natürlich nichts. Und dann sieht man hier schon, man hat das Bild nochmal als Kopie verkleinert. Ich gebe dann ein paar Hinweise. Es würde mich aber auch freuen, wenn tatsächlich in die Kommentare Entdeckungen, Fragen, Auffälligkeiten mitgeschrieben werden, dass wir quasi das Bild gemeinsam entdecken.
Also ich hoffe, man kann es hier auch ganz gut erkennen. Was typisch ist bei den Acrylbildern, ist die Farbe des Himmels oder auch generell die Farbe des Bildes. Diese graublaue Tönung und auch das Format ist besonders auffällig. Das Format erinnert tatsächlich an das Format von Waggons, von Zügen, in denen natürlich die Menschen deportiert wurden. Und man sieht hier den Appellplatz bei Nacht. Man sieht unzählige Menschen hier stehen. Und jetzt auf die Frage zurückzukommen, wie viele SS-Leute waren denn hier im Lager und haben bewacht und kontrolliert? Man sieht, es sind relativ wenig. Das liegt zum einen daran, dass natürlich viele der Inhaftierten entkräftet waren, also gar nicht mehr genug Energie hatten, an sowas wie eine Art Häftlingsaufstand oder Flucht zu denken. Es liegt aber auch daran, dass die SS bestimmte Aufgaben delegiert hat. Es gab sowas wie zum Beispiel Stubenälteste, Blockälteste, Lagerälteste. Also es wurden Aufgaben weitergegeben. Dann lag es auch daran, dass direkt an das Häftlingslager, das SS-Lager angegrenzt hat. Also innerhalb von Minuten wären unzählige 100 neue SS-Männer gekommen und die Kapazität des SS-Lagers war um die 1600 SS-Leute, die sich aber natürlich nicht alle im inhaftierten Lager befunden haben. Also es war tatsächlich nur so ein relativ kleiner Teil. Oft kommt auch die Frage, warum hier mit einem Fahrrad? Die SS durfte mit dem Fahrrad fahren, durfte auch das Auto zum Beispiel benutzen. Die Inhaftierten mussten immer zu Fuß gehen. Auch hier sieht man tatsächlich Kleidungsbündel, die eben wieder an die Toten erinnern sollen. Und ich weiß nicht, gibt es schon Fragen? Sonst erzähle ich weiter. Dann erzähle ich weiter. Man sieht eben hier die Scheinwerferkegel tatsächlich, die nochmal dieses Ausgeliefertsein verdeutlichen. Hier in der Ecke sieht man die Häftlingsnummer, die David Ludwig Bloch wie alle anderen Inhaftierten auch bekommen hat. Und Max hat ja gerade das Thema Diversität angesprochen. Man sieht hier tatsächlich den roten Winkel. Den roten Winkel, der eben mit einem gelben Dreieck hinterlegt ist, also den Davidstern und rot eben für politisch Inhaftierte, sogenannte politisch Inhaftierte. Und ein Detail kann man im Himmel noch erkennen. Ich bin mir sicher, der ein oder andere kennt dieses Symbol. Schulklassen sagen oft, oh, das schaut aus wie Illuminati. Also das ist das allsehende Auge Gottes im Dreieck. Hier ist allerdings das allsehende Auge Gottes geschlossen. Das soll eben zeigen, nicht nur die Menschen draußen hatten eventuell ihre Augen verschlossen, hatten die Menschen im Lager vergessen, sondern auch Gott muss sich abgewandt haben. Eine andere Interpretation zum Beispiel, der Rechtsstaat hat auch die Augen geschlossen, beziehungsweise es gab gar keinen Rechtsstaat mehr. Man kann im Endeffekt noch stundenlang über dieses Bild reden. Ich möchte aber tatsächlich auch noch das Thema Kunst im Lager, also während der Lagerzeit, kurz ansprechen. Denn vielen hat es geholfen, so wie David Ludwig Bloch, Kunst als Ausdruck der Verarbeitung zu verwenden. Aber auch im Lager hat vielen Inhaftierten geholfen, im Geheimen Gedichte anzufertigen, Musik mit anderen Inhaftierten zu singen, also Lieder zu singen. Oder eben auch wunderschöne Zeichnungen anzufertigen oder eben genau das Gegenteil, Zeichnungen, die darstellen, wie der Lageralltag hier ist. Und dazu gehen wir jetzt ein paar Abteilungen weiter im Museum. Dann bekommt man jetzt gleich nochmal einen Eindruck auch, wie die Räume innen ausschauen für die Besucher, die noch nicht da waren. Und dann habe ich da noch ein paar Beispiele. Gibt es jetzt noch Fragen? Nicht, dass ich weitergehe? Dann kommt mal mit.
Also hier sehen wir tatsächlich noch ein paar Beispiele zum Thema Kunst während der Zeit des Lagerlebens. Bevor ich dazu ein bisschen mehr etwas sage, möchte ich noch ein Zitat von David Ludwig Bloch vorlesen, der eben das schildert, wie er das Thema aufgearbeitet hat. Er hat gesagt, ich habe mir das Grauen von der Seele gemalt. Und ich denke, das kann man hier zum Beispiel bei so einem Bild auch erkennen, was er damit meint. Und dann eben als Kontrast wunderschön gestaltete Postkarten oder Genesungskarten. Hier zum Beispiel von Georg Tauber, von dem 60 Zeichnungen tatsächlich erhalten sind, die den Lageralltag wirklich detailliert darstellen. Und nicht nur Kunst eben im Sinne von Zeichnungen oder Malereien, sondern auch das Thema Musik habe ich ja schon angesprochen. Jetzt muss man aber ganz klar sagen, Musik wurde auch von Seiten der SS wirklich benutzt, um die Menschen zu demütigen und auch zu quälen. Also bei vielen Strafmaßnahmen oder Märschen musste wirklich laut gesungen werden. Natürlich nationales Lied gut. Es hat sich trotzdem aber ein Kommando Lagermusik entwickelt. Und da habe ich eine Tuschezeichnung, die ich gern zeigen möchte. Diese Tuschezeichnung wurde angefertigt von Wladimir Matejka und ich benutze die Worte eines ehemaligen Inhaftierten, Rudolf Kalmar, um ja zu beschreiben, was das Thema Musik für die Menschen bedeutet hat. Wenn es uns gelang, aus dieser Lagermusik manche unbeschwerte Stunde des Vergessens für die lebendig Begrabenen hinter dem Stacheldraht herauszuholen, so war auch die bescheidenste künstlerische Leistung unter den abenteuerlichen Umständen des Lagers eine Tat. Sie wurde von den Tausenden, die nicht nur das Bad, sondern auch den Platz davor füllten, jedes Mal mit tosendem Beifall quittiert. Es war der dankbarste und aufrichtigste Beifall, den Musikanten jemals empfangen haben. Und auch das Thema Lyrik möchte ich nicht außen vor lassen. Es gibt ein Gedicht von sehr vielen, auch das möchte ich vorlesen. Nevio Vitelli kam als 16-Jähriger ins Konzentrationslager Dachau. Er kehrte nach Italien zurück, starb aber tatsächlich im Alter von 20 Jahren an den Folgen dieser Deportation. Und von ihm gibt es ein Gedicht, Mein Schatten in Dachau. Mama, ich kehre nicht zurück. Mein Schatten in Dachau. Mama, ich kehre nicht zurück. Gott hat es mir gesagt, die Hölle ohne Gefühle der Seele. So habe ich sie erlebt. Was habe ich getan, Mama? Weißt du es? Sag es mir und küsse mich im Schlaf, leicht und flüchtig, dass es mir nicht in den Sinn kommt, den Kuss zu erwidern, wie damals, als du über mich, den Lausbuben, weintest. Zu diesem Gedicht gibt es dann eben auch Schilderungen von einem Mitinhaftierten, von Nevio Vitelli, was dieses Gedicht bei ihm ausgelöst hat. Und er beschreibt eben, dass solche Worte zu lesen für ihn wirklich das Gefühl ja, hochgebracht haben, überhaupt noch ein menschliches Wesen zu sein. Also vielen Inhaftierten hat das geholfen, um überhaupt diese Qualen des Lagers überstehen zu können. Und David Ludwig Bloch hat auch des Weiteren gesagt in seinen Zeitzeugengesprächen, meine Bilder sind wie Bücher. Sie sind meine Sprache, mit der ich viel mehr sagen kann als mit Wörtern. Und ich möchte gerne mit einem Bild von David Ludwig Bloch enden.
Auch hier sieht man in einer Holzschnitttechnik wieder den Appellplatz. Man sieht Totenschädel und man sieht nie wieder. Dieses nie wieder oder auch in Englisch never again sieht man auf vielen seiner Bilder. Denn das war auch nicht nur seine, sondern auch die Botschaft anderer Zeitzeugen, anderer Überlebender. Und David Ludwig Bloch ist im September 2002 verstorben und einer seiner Wünsche war es, dass seine Bilder in Dachau ausgestellt werden. Er hat es leider nicht mehr erleben dürfen, allerdings gab es im ersten Halbjahr 2004 eine große Ausstellung mit vielen seiner Werken und zwei habe ich im Original ja jetzt auch zeigen können. Wie gesagt, das Hakenkreuz am Anfang, was wir im Gedenkraum gesehen haben, 1981, also relativ am Schluss seiner Aufarbeitung. Damit bin ich jetzt auch am Ende angekommen mit meinem Themenrundgang. Nochmal vielen herzlichen Dank für die Unterstützung heute bei den drei Live-Rundgängen. Wer noch Fragen oder Anregungen hat, gerne auf unserer Website. Wir haben auch den nächsten Live-Rundgang schon geplant, am Dienstag um 16 Uhr das Thema Alltag und Leben im Lager und dann die Woche drauf am Donnerstag um 16 Uhr das Thema Ernährung. Wir freuen uns, wenn wieder viele einschalten. Vielen Dank für die Zeit immer, für die vielen Anregungen, fürs Mitmachen. Noch einen schönen Sonntag und ja, auf Wiedersehen von uns beiden.